Mainz 05 hat die Zahl der gegnerischen Chancen von 6,2 auf 4,2 pro Spiel gesenkt, den Gegentorschnitt von 2 auf 1,4. Mitverantwortlich, dass unter Trainer Bo Svensson in keiner Partie mehr als 2 Gegentreffer fielen, ist auch Abwehrspieler Musaniaka. Der Mainzer Musaniaka hat Anteil am besseren Defensivverhalten des FSV. Imago Image 26 Gegentore kassierte das Team unter Achim Bayerlotzer und Jan Moritz Lichte an den ersten 13. Als Jan Sievert an der Seitenlinie stand, setzte es Anfang Januar beim FC Bayern eine 2:5 Niederlage trotz einer 2:0 Pause. Seitdem Bo Svensson auf dem Trainerstuhl sitzt, waren es nie mehr als 2 Gegentore. Die Anzahl der gegnerischen Torschüsse sank von 14,5 pro Spiel vor der Winterpause auf 11,8 unter Svensson. Es ist in erster Linie eine Kopfsache, wir verteidigen besser, schaffen es, die Konzentration über 90 Minuten aufrecht zu erhalten, wir machen weniger Fehler und sind dann, was noch viel wichtiger ist, besser organisiert, fasst Musaniaka die Veränderungen zusammen. Zuvor war es so, dass wir Tore kassiert haben, weil wir einen Schritt zu spät kamen, weil wir nur reagiert hatten, nun ist es so, dass wir mehr agieren, ergänzt der stellvertretende 05-Mannschaftskapitän. Insgesamt sei es in erster Linie eine Kopfsache. Die Einheiten unter den verschiedenen Trainern will ich nicht vergleichen, ich kann aber sagen, dass die Trainingseinheiten nun länger. Spieler Steckbriefen ja Karten ja Karte Musa Spieler Steckbriefen ja Karten 19 ja Karte Mus FSV 105 Frankreich Spieler Profil Bundesliga 24. Spieltag Schalke Schalke FR 20:30 Mainz Mainz Freiburg Freiburg SA 15:30 Leipzig Leipzig Gladbach Gladbach SA 15:30 Leverkusen Leverkusen Bundesliga 24. Spieltag Schalke Schalke 20:30 Mainz Mainz Freiburg Freiburg SA 15:30 Leipzig Leipzig Gladbach Gladbach SA 15:30 Leverkusen Leverkusen Hertha Hertha SA 15:30 Augsburg Augsburg Frankfurt Frankfurt SA 15:30 Stuttgart Stuttgart Hoffenheim Hoffenheim SA 15:30 Wolfsburg Wolfsburg Bayern Bayern SA 18:30 Dortmund Dortmund Köln Köln SO 15:30 Bremen Bremen Bielefeld 18:00 Union Union Bielefeld Bielefeld MI 18:30 Bremen Bremen 24. Spieltag Bundesliga Tapfer 1 Punkte 1 Bayern München 52 2 RB Leipzig 50 3 VfL Wolfsburg 45 Bundesliga Tapfer 1 Punkte 1 Bayern München 52 2 RB Leipzig 50 3 VfL Wolfsburg 45 4 Eintracht Frankfurt 42 5 Borussia Dortmund 39 6 Bayern 04 Leverkusen 37 7 FC Union Berlin 34 8 SC Freiburg 34 9 Borussia Mönchengladbach 33 10 VfB Stuttgart 32 11 TSG Hoffenheim 27 12 Werder Bremen 26 13 FC Augsburg 26 FC Köln 21 15 Hertha BSC 18 16 Arminia Bielefeld 18 17 1. FSV Mainz 05 17 18 FC Schalke 04 9 Tabelle Bundesliga ganz reibungslos verlief die Rückrunde für Niakate dennoch nicht. Gegen Eintracht Frankfurt 0:2 verursachte er 2 Elfmeter, in Dortmund stand er Pate, als der BVB den 1:1 Endstand erzielte. Ich brauche keinen Dritten, ich nenne das auch Selbstkritik. Damit gehe ich ganz eigen. Ich analysiere die guten wie die schlechten Spiele. Ich weiß, wann ich ein gutes und wann ich ein schlechtes Spiel gemacht habe, ich bin mein größter Kritiker, erläutert der selbstbewusste 24. Darüber hinaus interessiere ihn nur noch die Meinung des Trainers. Während im Winter über einen Transfer des Franzosen spekuliert wurde, habe er nach eigenen Angaben zu keinem Zeitpunkt an einen Wechsel gedacht. Wie es im Sommer mit ihm weitergeht, will er nicht verraten. Wir haben eine Mission und die heißt Klassenerhalt. Die individuellen Themen sollten wir zurückstellen, so Niakate, dessen Vertrag in Mainz bis 2023 gültig. Michael Eber.